Alles begann vor sehr, sehr langer Zeit. Auf dem Planeten Vegeta gab es damals zwei verschiedene Völker. Deine Vorfahren, die Saiyajins und die Tsufuru-Jins. Der Planet wurde zum größten Teil von den Tsufuru-Jins bewohnt. Sie waren körperlich zwar wesentlich kleiner als die Saiyajins, aber sie waren intelligent und hatten ein relativ hohes Zivilisationsniveau. Die Saiyajins waren damals nur halb so viele und weitaus weniger entwickelt als die Tsufuru-Jins. Eines Tages verließen diese wilden Krieger ihre Heimat, um in die Städte einzufallen, in denen die Tsufuru-Jins lebten. Die Tsufuru-Jins versuchten, die Angreifer mit den hochentwickelten Waffen, die sie geschaffen hatten, zu überwältigen. Aber leider war das vergeblich. Der Vollmond, der über dem Planeten Vegeta nur alle 8 Jahre erscheint, wurde zu einem entscheidenden Faktor. Und die überraschten Tsufuru-Jins standen diesem Phänomen wehrlos gegenüber, welches dann auch schließlich und endlich den Saiyajins zum Sieg über das Volk der Tsufuru-Jins verhalf. So wurden die Saiyajins die Herrscher über den Planeten Vegeta und übernahmen die Sitten und die Kultur der Tsufuru-Jins. So, Freunde, heute geht es um einen Leak oder nicht ein Leak, sondern um eine News, die schon ein bisschen länger her ist. Und zwar geht es wieder mal um den Dragon Ball Super Film. Denn ja, ich weiß, neben den ganzen Dragon Ball Heroes Stuff bekommt man das nicht so mit. Aber der Film kommt natürlich immer noch und ist vor der Tür. Wir haben bereits Designs bekommen von Goku und Vegeta in ihrer freshen Winterjacke, die das ganze Thema von dem Film widerspiegeln soll, nämlich diese arktische Landschaft. Aber ich möchte gar nicht so sehr darüber sprechen, sondern eher darüber sprechen, welche Charaktere gezeigt worden sind. Und zwar haben wir hier 3 neue Charaktere, die uns präsentiert worden sind. Und die sind allgemein nicht wirklich spektakulär. Wir bekommen halt einen kleinen Hauch davon, wie die Freeze-Soldaten aussehen können, wenn sie wirklich dazugehören, weil es ist noch nicht ganz klar, ob sie wirklich von der Freeze-Armee sind, was momentan erstmal nicht so wichtig ist, denn es geht um was anderes. Ihr seht erstmal die Charaktere und denkt euch bestimmt, okay, warum macht man jetzt ein Video dazu? Aber es gibt noch eine kleine Thematik, die das Ganze viel, viel wichtiger erscheinen lassen könnte. Aber erstmal zu den freshen Winterjacken von Goku und Vegeta, und zwar steht da SAB, das wurde auch so bestätigt, dass es wirklich SAB ist, und da machen wir ein kleines Community-Spiel, und zwar schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr, was könnte das heißen, SAB, eure Gedanken dazu, natürlich auf Englisch, weil es sehr wahrscheinlich ein englischer Begriff sein wird, und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann auf den Kanal. Aber fangen wir damit an mit dem Thema, und zwar haben wir hier diese beiden Charaktere, zu denen ich zuerst zu sprechen komme, und zwar haben wir hier Lishi und Limo, und Lishi ist von der quasi Frucht, sag ich mal, abgeleitet, die wir auch kennen, und Limo ist natürlich auch von der, ja, gleichnamigen Frucht abgeleitet. Wir haben es ja so, dass wir die Saiyans haben mit dem Gemüse, wie zum Beispiel Kakarot oder auch Vegeta mit Tabelstamm, also Vegetable, also Gemüse, der Oberbegriff. Und wir haben es so, dass die Tsufurianer, der Counterpart von den Saiyans, ebenfalls hier das mit den Früchten hat. Deswegen haben wir hier Lishi und halt Limo, was eben für Zitrone spricht. Also macht das auch hier auf jeden Fall Sinn. Jetzt nochmal ein kleiner Geschichtskurs, und zwar, was sind die Tsufurianer? Wenn viele von euch vielleicht das vergessen haben, werde ich es nochmal kurz runterbrechen. Und zwar, bei den Saiyajins gab es auch eine Art Krieg, und zwar zwischen den Tsufurianern und den Saiyajins oder den Tsufuru-Jins und den Saiyajins. Es ist folgendermaßen abgelaufen, dass die Saiyajins ein Bauernvolk sind. Also die Saiyajins sind wirklich nicht intelligent gewesen. Wir sehen ja, dass sie die ganze Scouter-Technologie haben und die Reisetechnologie haben, aber das kam alles von den Tsufuru-Jins, und wir können auch ein bisschen anmerken, seit die Tsufurianer ausgerottet worden sind von den Saiyajins im großen Bürgerkrieg, ist die Technik von den Saiyajins nicht weiter vorangeschritten. Deswegen konnte Freeza sich auch wirklich das einfach aneignen, weil die Saiyajins eben einfach Affen sind, die nur kämpfen. Deswegen brauchen sie quasi so eine Hand wie Freeza, die halt die weiter ausbilden konnte, was die Technik angeht. Also die ganze Technik von den Saiyajins ist von den Tsufurianern. Die Tsufurianer sind ein Volk gewesen, die den Menschen sehr, sehr ähnlich waren, und sie waren ein Volk, die ebenfalls ja nicht stark waren. Sie hatten eine große Technologie, aber sie waren nicht stark. Deswegen haben die Saiyajins sich immer gedacht, okay, wir gewinnen diesen Kampf mit der Osaru-Kraft oder mit den Wehraffen, sag ich mal, konnten sie das ganz, ganz einfach gewinnen. Und die Tsufurianer wurden ausgerottet. Dieser ganze Plot von den Tsufuru-Jins oder Tsufurianern wurde in Dragon Ball selbst nicht krass angesprochen. Also es wurde nicht krass verwendet. In Dragon Ball GT haben wir zum Beispiel Dr. Mu, der eben Baby erschaffen hat aus Zellen von Tsufurianern, und dann haben wir so eine kleine Rache der Tsufurianer oder eben Tsufuru-Jins. Jetzt mit Lishi und Limo haben wir 2, die wahrscheinlich auch Tsufurianer sein könnten. Also es passt ja sehr gut dazu, und deswegen ist das Beispiel der Tsufuru-Rache wieder ganz interessant. Wir haben zum Beispiel Hachiak aus dem kleinen Dragon Ball Spezial mit Dr. Lichi oder Dr. Raichi, der genauso hieß, also auch einen Witz hatte mit der gleichen Frucht, sag ich mal, mit Lichi. Und
die Namen halt wirklich identisch sind, könnte man hier wirklich anmerken, dass man eventuell so einen Plot wiederholen möchte, dass man halt ein Genexperiment hat, was auf Rache aus ist. Die Idee, die ich hier vorstellen möchte, ist folgende, und zwar, was ist denn, wenn die Zufurianer sich auch vorbereitet haben auf das, was kommen mag? Weil meistens ist es so, dass wenn ein Bürgerkrieg ausbricht, kann man das vorher so ein bisschen riechen. Deswegen haben sie auch wahrscheinlich gemerkt, dass die Saiyans immer, ja, gewalttätiger geworden sind, und deswegen dachten sie sich auch irgendwann, okay, es wird so oder so zum Krieg kommen. Vielleicht sind die Zufurianer wirklich so weit gegangen und haben eine biologische Waffe gebaut, indem sie aus Saiyajin-Zellen und Zufuru-Zellen eben diesen Saiyajin geschaffen haben. Vielleicht ist der Saiyajin, den wir wirklich im Film sehen, ein Genexperiment der Zufurianer, was Jahre später aufgetaut wird. Also ich muss wirklich sagen, es ist eine abgefahrene Idee, es ist eine weit hergeholte Idee, aber es ist tatsächlich eine Idee, wo ich sagen könnte, ich könnte mir das vorstellen. Das würde zum einen erklären, warum das Ki ein wenig anders ist, weil das würde auf jeden Fall hier Sinn machen, aber zum anderen könnte man hier auch etwas anmerken, was wirklich banal erscheint, aber eventuell mit reinspielen könnte. Und zwar haben wir es natürlich folgendermaßen, dass dieser Saiyajin von der Hautfarbe ein wenig anders ist. Und das ist natürlich nicht so was krass. Sie haben zum Beispiel den Vater von Broly, der hat ebenfalls so eine braune Haut. Aber ich finde, gerade hier bei dem Saiyajin wirkt das noch mal ein bisschen anders. Deswegen könnte man hier fast argumentieren, dass diese Hautfarbe, die variiert, ein kleines Vorstellung oder ein kleines Vorzeichen dafür sein könnte, dass dieser Saiyajin nicht nur ein Saiyajin ist, sondern vielleicht sogar ein Genexperiment ist. Vielleicht geht das Ganze sogar so weit, dass einer von der neuen Freezer-Armee genau das wusste oder überliefert bekommen hat und es dann dazu kommt, dass sie eben diesen Saiyajin finden wollen oder dieses Genexperiment finden wollen und auftauen wollen, damit Freezer ihn für sich benutzen kann. Würde ich als Plot-Element gut finden oder logisch finden, wenn der Film so losgehen würde. Wenn man genauer darüber nachdenkt, macht das sogar noch mehr Sinn, denn wir wissen, wie gesagt, dieser Film wird in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit spielen. Wir wissen nicht, ob wir wirklich verschiedene Vergangenheiten bekommen, wie zum Beispiel die Bardock-Zeit oder die prähistorische Saiyajin-Zeit, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir die Vergangenheit bekommen werden. Wir haben aber ein Charakterdesign bekommen von Freezer in seiner Final Form, und das heißt, dass Freezer gegebenenfalls aktiv in dem Film eine Rolle spielen wird in der Gegenwart. Dass wir ihn in der Vergangenheit sehen werden, ist sehr wahrscheinlich, aber dass wir ihn in der Gegenwart sehen werden auch. Und das heißt, dass man eben so einen Plot verbinden könnte, dass jemand von den Freezer-Soldaten etwas über dieses Zufurujin-Experiment weiß und so dieser Plot aufgebaut werden könnte. Es wäre, muss ich sagen, auch Dragon Ball typisch, wenn man es so verbinden würde. Und ich muss wirklich sagen, es würde auch Sinn machen mit der Kleidung, die wir gesehen haben von Limo, denn Limo hat eine Kleidung, die dem Saiyajin sehr, sehr ähnlich sieht, und das würde halt Sinn machen, dass man den Saiyajin findet, dass er logischerweise nackt ist und dann diese neue, ja, Freezer-Uniform bekommt. Da könnte es vielleicht dazu kommen, dass Freezer wahrscheinlich den Saiyajin nicht handeln kann und dann könnte er ausbüchsen oder sowas in der Art. Kann ich mir auf jeden Fall hier sehr, sehr gut vorstellen. Selbst im Magazin selbst wurde ein kleiner Witz gemacht oder es wurde angedeutet, dass die Kleidung von diesem Krieger, also Limo, sehr, sehr ähnlich ist zu der, die wir schon im Trailer gesehen haben. Also kann man hier sehr wohl sagen, dass man das Ganze verknüpfen kann und so eine Art von Story auf jeden Fall logisch wäre. Man muss sich immer überlegen, okay, wie baut man den Film auf, und da hat man die perfekte Möglichkeit und es würde perfekt an Dragon Ball Super anknüpfen, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man das Ganze damit beginnen wird, dass entweder so sein wird, dass Goku und Vegeta gegeneinander kämpfen, also den Kampf, den wir gesehen haben, oder man holt ganz weit zurück und zeigt, wie Yamushi damals verloren hat, weil Yamushi ist auch noch ein wichtiger Baustein von diesem Film hier, aber danach könnte man auch auf jeden Fall zeigen, wie Freezer eben seine Armee weiter fortführt, und das ist halt die perfekte Fortsetzung im Film, denn wir wissen auch, dass diese Filmstory im Manga kommen wird, also ist diese Filmstory sowas wie ein neuer Arc von Dragon Ball Super, und deswegen wird es hier meiner Meinung nach ziemlich viel Sinn machen, das Ganze so mehr oder weniger anzufangen. Und dazu haben wir den dritten Charakter, der vorgestellt worden ist, und zwar dieser Charakter ist sehr interessant, und zwar haben wir hier Kikono, also das ist ein Witz auf Pilze, und das ist halt die Sache, und zwar Kikono ist jemand, der nicht neu ist, wir haben ihn schon mal gesehen, und zwar haben wir gesehen beim Bardock-Spezial, aber nicht bei dem Bardock-Spezial, was wir kennen, sondern in Dragon Ball Minus, der Version von Akira Toriyama von Bardock. Und wir wissen ebenfalls schon bestätigt, dass dieser Film in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit spielen wird. Wir wissen nicht, ob es mehrere Vergangenheitssequenzen gibt oder nur eine, also dass man halt nur in eine Zeitlinie geht oder in mehrere. Also hat man hier die Möglichkeit, diesen Ratgeber wieder reinzubringen und ihn zu zeigen, denn er ist im Manga wirklich aufgetreten und scheint wirklich der Ratgeber von Freezer zu sein vor Sorbet. Also können wir schon wirklich sagen, dass es auch ein Vorzeichen davon ist, dass wir nochmal die Zeit um Bardock herum sehen werden und eventuell gehen wir noch weiter zurück und dort können wir dann sehen, dass die Zufurujins etwas geplant haben, weil die Zufurujins sind immer damit verknüpft worden, dass sie halt experimentiert haben, dass sie halt in dem Aspekt ziemlich, ziemlich gut waren, und da kann man halt nochmal die Vergangenheit reinpacken mit Baby und eben mit Dr. Raichi, was auch einfach Sinn machen würde, dass man das nochmal wirklich verpackt in eine andere Art und Weise. Ich muss wirklich sagen, ich finde das
Ganze wäre nicht mal irgendwie recycelt oder so. Ich denke, wenn Akira Toriyama das doch mal wirklich machen würde und seine Version nehmen würde, würde das ja passen. Denn wir wissen auch, die ganze Geschichte zwischen den Saiyajins und den Tsufurujins ist etwas, was von Akira Toriyama kam, aber nicht im Manga vorgekommen ist, nämlich nur im Anime. Das war ein Spezial, was Akira Toriyama dem Anime gegeben hat, also dem Anime-Studio, damit die eine extra Story machen können. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Toriyama im Film das Ganze nochmal ein bisschen neu auflegen wird. Und deswegen denke ich, diese Route wird auf jeden Fall möglich, würde auch erklären, warum dieser Saiyajin ohne quasi in Anführungszeichen Godki so stark ist. Natürlich wissen wir nicht ganz genau, wie der Film sein wird, wie lange der Kampf sein wird und wie stark dieser Charakter wirklich sein wird. Aber ich muss wirklich sagen, durch dieses Enthüllen von den neuen Charakteren ist die Wahrscheinlichkeit für mich, dass diese Thematik des Tsufurujin-Experiments auf jeden Fall wahrscheinlicher geworden ist. Also bin ich echt mal gespannt, was haltet ihr von dem Gedanken? Könnt ihr euch das so vorstellen oder doch ein bisschen anders? Ich bin nämlich jetzt damit raus. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Was euch gefallen hat, würde ich mich sehr stark über einen Daumen nach oben freuen und dann auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Bis dahin, haut rein!